Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute mache ich für euch etwas Veganes. Ja, ich höre schon viele wieder aufschreien, die ganzen Veganer, die gehen mir alle so auf den Keks, immer vegan, vegan, vegan. Leute, ich bin kein Veganer, ich liebe ein gutes, schönes, saftiges Steak und gegrilltes sowieso. Also ich bin keiner, aber es gibt verdammt tolle, leckere Gerichte, die halt eben vegan sind. Und genau so eins habe ich euch heute mitgebracht. Wir machen eine exotische Suppe mit Süßkartoffeln, Kokos und Tomaten. Und das ist auch ein Rezept aus unserem Forum, das wir gefunden haben. Und ich sage einfach, probieren, geht über studieren. Und wenn ihr sowas zu Hause ausprobiert, ob ihr jetzt Veganer seid oder nicht, es wird euch mit Sicherheit schmecken. Süßkartoffeln brauchen wir natürlich, das sind 500 Gramm. Dann habe ich 300 Gramm Kokosmilch. Ihr wisst, wenn ihr da diese Dosen aufmacht, da ist oben ja von diesem, das setzt sich ja so fest, das muss man halt so ein bisschen verrühren. Also 300 Gramm Kokosmilch. Dann haben wir eine Dose Tomaten. Ihr könnt natürlich auch die Tomaten selber blanchieren und abziehen und so weiter und so fort, aber in der Dose ist das einfacher. Also eine Dose Tomaten, dann eine Zwiebel, zwei Zehen Knoblauch haben sich hier unten auch noch versteckt. Als Gewürze brauchen wir natürlich Salz, Pfeffer. Dann haben wir hier Garam Masala, das ist so ein indisches Gewürz. Und Kurkuma, ebenfalls ein sehr schönes exotisches Gewürz. Habe ich irgendwas vergessen? Bisschen Olivenöl brauchen wir noch zum Dünsten von den Zwiebeln. Wasser, unser Kessel, gute Laune und los geht's. Als erstes müssen wir natürlich unsere Zwiebeln und den Knoblauch klein hacken, häckseln, schreddern, zerstören und dann andünsten. Ihr wisst, Knoblauch und Zwiebeln schreddern ist die 5-5, ne? Also Stufe 5, 5 Sekunden. Ah, schon wieder den Deckel vergessen. Jedes Mal vergesse ich den Deckel da oben drauf zu machen, aber es ist nichts passiert. Fast nicht. So, das Ganze nach unten schieben, damit sich das nicht oben, da dünstet das nicht so gut. Und jetzt kommt ein klein bisschen Olivenöl dazu, ja, so einen Esslöffel etwa. Das machen wir jetzt nach Augenmaß, ist auch nicht schlimm, wenn es mehr ist. Ja, passt. Und wir dünsten das Ganze mit dem Kurkuma zusammen an. Und davon kommt wirklich ein Teelöffel rein. Ja, ich mag Kurkuma sehr, also da kann man auch ein bisschen mehr nehmen, aber Teelöffel reicht eigentlich. So, jetzt muss ich mich beeilen. Da fangen die Augen an zu tränen. Das Ganze wird jetzt gedünstet. 3 Minuten, 120 Grad, Stufe 2. Ich räume mal auf. Unser Zwiebel, Knoblauch, Kurkuma Gemisch ist jetzt angedünstet. Ich schiebe das jetzt trotzdem alles noch mal so ein bisschen nach unten, denn jetzt kommen unsere Süßkartoffeln dazu. Ihr habt gerade gemerkt, vielleicht auch nicht, ich war schon wieder versucht, den Spatel hier oben abzuklopfen. Ne? Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht zählen, wie viele Leute mir schreiben, dass man das nicht tut. Aber es gibt auch Leute, die dann geschrieben haben, warum tut man das nicht? Ja, ich habe gehört, ja, dass wenn man den Spatel oben am Kessel abschlägt, dass dann quasi das die Waage beeinträchtigen, zerstören kann. Bisher war das bei mir noch nicht so. Die Süßkartoffeln habe ich geschält natürlich und in grobe Stücke geschnitten. 500 Gramm, wie bereits erwähnt, kommen jetzt hier in den Kessel und werden jetzt 7 Sekunden auf Stufe 6 klein gehackt. Jetzt bloß nicht den Deckel vergessen. So, wie sieht's aus? Ich bin echt immer erstaunt, was der so alles packt hier. Ne? Leute, Leute, Leute. Alles klein. Wahnsinn. Alles weitere kommt jetzt dazu. Wasser. Ja, 600 Milliliter. Dann die Dose Tomaten. Das ist übrigens eine kleine Dose, 400 Gramm. Ich habe eben nur gesagt Dose, es gibt auch große Dosen. Also 400 Gramm Tomate, 300 Gramm Kokosmilch. Dann nehme ich einen
Teelöffel, wobei ein Teelöffel ist bei der Menge, ich weiß nicht, ich nehme einen Teelöffel, man kann ja nachwürzen. Einen Teelöffel von unserer selbstgemachten Gemüsebrühe, Gemüsegrundstock, ja. Suppengrundstock heißt das. Bei uns im Forum gibt es auch ein eigenes Video zu, solltet ihr euch anschauen, das kann man auf Vorrat machen, das ist der absolute Knaller. Und jetzt noch einen Teelöffel Garam Masala Gewürz dazu. Ein bisschen Salz, etwas Pfeffer und jetzt wird das Ganze gekocht und zwar 17 Minuten auf Stufe 1 mit 100 Grad natürlich. Achso, wichtige Sache, ohne Messbecher, ja, das muss nach oben abdampfen und damit es nicht spritzt, setze ich jetzt hier den, das Körbchen einfach oben drauf, ja, und dann lassen wir es mal kochen und dann mache ich ein bisschen Ordnung und wir sehen uns in 16 Minuten und 55 Sekunden wieder. Bis dahin, ciao! Es wird spannend. Das köchelt hier so lecker vor sich hin, sieht sehr sämig aus. Oben hat sich einiges an Schaum gebildet durch diese Kokosmilch und wahrscheinlich auch von den Süßkartoffeln. Und ja, ich kann euch das jetzt schlecht zeigen hier. Also das ist schon, das riecht richtig lecker. Schon sehr cool. Also Messbecher aufsetzen, ganz wichtig, denn wir müssen das Ganze jetzt noch pürieren und zwar 30 Sekunden auf Stufe 8, damit das eine schöne sämige Konsistenz erreicht. Achtung, 30 Sekunden Stufe 8. Anlauf und Action! Gleich hebt er ab. 5, 4, 3, 2, 1. Froschneier. So, 30 Sekunden Stufe 1 gelaufen, Stufe 8, Entschuldigung. Und unsere Suppe ist fertig. Und wie gesagt, es riecht fantastisch. Die Konsistenz ist genauso, wie ich das erwarte. Ich fülle das jetzt mal hier um in einen Teller. Nur so ein kleines bisschen. Und dann probiere ich die mal für euch. Also das Kokosaroma ist natürlich sehr ausgeprägt. Ich mag das aber auch. Asiatische Küche ist eh mein Ding. Und ja, man könnte es mit noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer abschmecken. Also ich glaube, eine Prise Salz verträgt es auf jeden Fall noch. Aber allein durch dieses Kurkuma, was wir da am Anfang genommen haben und das Garam Masala hat das schon eine sehr, sehr leckere exotische Würze. Süßkartoffeln sind eh im Moment total im Trend. Die kriegt ihr überall zu kaufen und das ist wirklich total lecker. Von der Tomate kommt noch dieses Fruchtige mit rein. Ich finde es sehr, sehr ausgewogen und sehr, sehr lecker und ja, probiert es echt mal aus, weil es ist wirklich ja, fantastisch. Und man wird mit Sicherheit auch satt von. Also ich glaube, da ist schon einiges an Kalorien drin durch diese Kokosmilch. Also probiert es aus und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne und schreibt doch auch ruhig mal in die Kommentare, ob ihr das ausprobiert habt und gekocht habt. Freue ich mich drüber, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit. Mir ist jetzt noch was eingefallen zu diesem Garam Masala. Das ist wie gesagt so eine indische Curry-Mischung, also eine indische Gewürzmischung. Die bekommt ihr ja normal im Asialaden oder im gut sortierten Biomarkt. Das kann man natürlich auch selbst machen. Ja? Und ihr solltet vielleicht mal bei uns im Forum schauen beim Wunderkessel. Da gibt es mit Sicherheit, ich habe noch nicht geschaut, aber da gibt es mit Sicherheit ein Rezept für Garam Masala. Also das kann so viel nicht sein. Ihr müsst ihr das mal rausfinden. Also Nelke ist auf jeden Fall drin. Es sind Pfefferkörner drin. Es ist Kardamom ist drin. Also wenn euch das interessiert, dann schreibt das uns und dann machen wir mal eine Sendung über Gewürzmischungen. Ja? Weil das ja immer so Sachen sind, die halten sich ja ewig. Ja? Die kann man ja einfach zu Hause aufbewahren und dann machen wir mal Garam Masala und Thai Curry und was weiß ich was alles noch. Ja? Könnt man auf jeden Fall mal eine Sendung draus machen. Hier steht es ja drauf. Ja? Ja, Kardamom, schwarzer Pfeffer, Gewürznelken habe ich gesagt, Zimt ist noch drin. Ja? Müsst man halt mal gucken, wie viel von was und
da eine ausgewogene Mischung finden. Also, warum soll man das nicht auch selber machen? Wir können es ja.